Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Ah! Au! Was ist denn, Junge? Oh. Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war... böse. Sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. In Alfheim kennt man auch Sandschalen. Soll ich leben? Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Ruhen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast
hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder gewinnen. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Huh?
Vater. Sieh dir das mal an. Sindri sagte, Mutter war eine Kriegerin. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet. Und nur sie überlebte. Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben. Sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Sindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe. Und weise genug, Gutes zu tun. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Dann half sie den Alben? Nein.
Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Vater, kennst du noch jemanden, der Stimmen gehört hat? Ich kannte verzweifelte Seeleute, die, als uns die Vorräte ausgingen, ihren Durst mit Meerwasser stillten. Sie schworen, dass die Sirenen, boshafte Kreaturen, die von Inseln aus zu ihnen sangen, ihre Frauen und Töchter seien, die sie heimriefen. Sie steuerten uns auf die Riffe zu und brachten alle in Gefahr. Wie habt ihr sie geheilt? Wir warfen sie über Bord. Oh, gut, dass ich kein Meerwasser getrunken habe. Stimmt's? Ja, das stimmt. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir! Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Vater, du bist echt verletzt! Let's go.
Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Sonst sehe ich hier nichts weiter. Vielleicht sollten wir noch mal zur Sandschale zurück. Vater, die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge! Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lügen. Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja? Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Hier buttern runter. Das kann nicht gut sein. Du bist verletzt! Ich hab hier Feuer!
Ah!